Klingt eigentlich nach einem viel zu simplen Thema, um ein eigenes Video drüber zu machen, aber Pedale ab und wieder dran schrauben sorgt häufig für Verwirrung und heute entwirren wir das ganze Thema mal. Ja, peace, liebe Leute, und willkommen zurück. Warum sorgen Pedale für Verwirrung? Das liegt daran, dass normalerweise sind wir es ja gewöhnt, dass Pedale ein Rechtsgewinde haben, das heißt immer im Uhrzeigersinn reingedreht werden, ist aber bei den Pedalen nur bei der Hälfte so, also bei einem Pedal. Denn, das, um genau zu sein, das linke Pedal hat ein Linksgewinde, heißt, es muss andersrum reingedreht werden. Und das merkt man sich eben relativ schwer und dreht dann doch in die falsche Richtung. Und wir gucken uns heute einfach mal ein paar Tricks an, wie man immer in die richtige Richtung dreht. Gucken wir uns mal genauer an, was ich mit Links- und Rechtsgewinde meine. Wir haben jetzt hier mein linkes und mein rechtes Pedal in der richtigen Reihenfolge sozusagen liegen. Und die beiden haben jetzt eben verschiedene Gewinde. Ich finde es ganz praktisch, dass das linke Pedal eben ein Linksgewinde hat und das rechte ein normales Rechtsgewinde. Das heißt, wenn man jetzt das rechte Pedal nach rechts reindreht, dreht es sich fest. Erkennt man auch an der Gewindeform, die quasi, wenn ich jetzt hier meinen Nagel mit reinlegen würde und das Ganze drehe, dreht sich quasi mein Nagel in das Gewinde rein, das heißt, zieht sich fest. Andersrum ist es beim Linksgewinde, da drehe ich das Ganze nach links, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Und das ist eben der ganze Knackpunkt der Geschichte. Jetzt haben wir die Grundlagen also und bevor es jetzt an Schrauben geht, gucken wir uns an, was wir noch so für Werkzeug brauchen. Je nachdem, was für ein Pedal ihr habt oder was für Pedale ihr habt, kann das unterschiedlich sein. Entweder ist es so ein klassischer 15er Maulschlüssel, wo es auch so extra Pedalschlüssel gibt. Oder aber in den häufigsten Fällen heutzutage ist es tatsächlich mit Imbus, also entweder ein 6er oder ein 8er, wie in meinem Fall jetzt. Also legen wir mal direkt los mit dem rechten Pedal und versuchen das zu lösen. Halt, noch nicht ganz. Ich will erstmal von euch, dass ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt, für mehr solcher Videos. Aber dann kann es jetzt losgehen. Rechtes Pedal bedeutet von vorhin von der Theorie Rechtsgewinde. Das heißt, wir müssten das Pedal eigentlich wie jede andere Schraube gegen den Uhrzeigersinn lösen können. Das heißt, von hier vorne quasi jetzt links rum. Das Komplizierte ist jetzt aber, wenn ich den Innenbus in meinem Fall jetzt hinten anlege, muss ich ja quasi umgekehrt denken. Oder auch mit dem Maulschlüssel quasi, wenn ich ihn vorne anlege, klar, da ist ein bisschen einfacher. Aber mich hat das Ganze so oft verwirrt, dass ich mir da das Ganze mit einer Eselsbrücke leichter gemacht habe. Das heißt, wenn ich den Innenbus anlege, merke ich mir das so, je nachdem, in welche Richtung er geneigt ist, ich muss ihn quasi immer nur nach unten drücken. Wenn er nach vorne geneigt ist, bedeutet vorne feste. Also so, wenn ich jetzt nach unten drücken würde, würde ich das ganze Pedal festziehen. Und im Gegenteil dazu hinten quasi heraus. Also hinten ist einfach das Gegenteil von feste. Das heißt jetzt in dem Fall, wir legen es nach hinten an, die Kurbel schön nach unten. Und dann, bei mir ist jetzt schon schön vorgelockert gewesen, können wir das Ganze jetzt so lockern. Mache ich jetzt nicht komplett, aber es ist schon locker, ihr seht's. Und das Coole an der Eselsbrücke ist, es gilt für beide Seiten. Das heißt, ich kann es an der anderen Seite auch anlegen, den Innenbus nach hinten neigen und einfach nach unten drücken. Und das Pedal wird gelockert. Jetzt haben wir die Pedale ausgebaut und je nachdem, warum ihr das Ganze gemacht habt, ob ihr die einfach nur putzen wolltet oder so oder ob ihr vielleicht neue habt, lohnt sich es unabhängig davon, das Gewinde von den Kurbeln mal schön sauber zu machen innen, weil das könnte dann, irgendwelche Verunreinigungen könnten da später Sorgen bereiten, wenn wir das Ganze wieder reinschrauben wollen. Und genauso, gerade vor allem dann, wenn die Pedale schwer abgingen, schön die Gewinde von den Pedalen fetten. Aber auch unabhängig davon. Dann können wir uns dran machen, die Pedale wieder ranzumachen. Was dafür super wichtig ist, ist, dass das richtige Pedal auf die richtige Seite geht, weil ja eben die Gewinde unterschiedlich sind. Wie findet man jetzt raus, welches Pedal das richtige ist? Wir haben die jetzt ja schön durchgemischt. Das ist von Pedal zu Pedal unterschiedlich. Bei manchen Pedalen steht tatsächlich einfach ein L und ein R auf dem, also ein L auf dem einen, ein R auf dem anderen drauf. Bei meinen ist es jetzt nicht so. Bei meinen ist es so, dass man sie quasi, wenn man sie von oben anguckt, aus der Fahrtrichtung, dass man die Aufschrift lesen kann. Falls beides nicht der Fall ist, kann man es sich auch einfach herleiten, so wie wir es vorhin erklärt haben. Das heißt, Rechtsgewinde ist das rechte Pedal. Wir gucken uns das Gewinde an. Okay, das ist das, was nach rechts reingedreht wird. Also es ist das rechte. Ich lege das andere mal weg und dann können wir quasi das hier einfach nach rechts in die Kurbel reindrehen. Wichtig an der Stelle noch, vergesst nicht, eure Unterlegscheiben wieder einzubauen, wenn ihr welche dran hattet. Bei mir waren jetzt keine da, aber die sind wichtig, wenn sie dran sein sollen. Und dann könnt ihr es erstmal andrehen und quasi mit dem Freilauf einfach schön reindrehen. Und das gleiche dann eben auch noch auf der anderen Seite. Jetzt sind die Pedale nur handfest. Wir wollen die natürlich auch noch ordentlich festziehen. Das heißt, jetzt kommen wir die Eselsbrücke. Wir neigen den Innenbus nach vorne und können das Ganze nach unten drücken, um es ordentlich festzuziehen.
Manchmal sind da Newtonmeter-Angaben mit auf der Kurbel drauf. Bei mir jetzt nicht. Das heißt, einfach ordentlich festziehen, so dass das Pedal nicht von allein wieder weggeht, aber auch nicht zu fest, so dass es auch irgendwann wieder abkriegt. Und dann ist die ganze Geschichte eigentlich auch schon vorbei. Ich hoffe, euch bringt die Eselsbrücke irgendwie ein Stückchen was. Vielleicht habt ihr ja eigene Eselsbrücken. Schreibt die mir gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns. Bis dann.